Einige Achterln später betrat Wiens Bürgermeister Michael Häupl im SPÖ-Zelt die Bühne und ließ mit einer höchst emotionalen Rede aufhorchen. Liebe Freunde, was wollen denn eigentlich diese rechtspopulistischen Koffer? Früher haben wir gesagt, ihr, die ihr sozial ausgegrenzt seid, seid die Juden schuld, dass ihr ausgegrenzt seid. Heute sagen es die Ausländer, das sind die gleiche Scheiße. Das geht. Über diese Stadt auf niemals wieder. Hass, Ausgegrenztheit, niemals wieder Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Anti-Islamismus herrschen. So aufgeheizt ebnete er den Weg für den finalen Einzug Faymanns an diesem Abend. Beinahe wäre er noch auf der Bühne abgerutscht, fing sich aber im letzten Moment und genoss die Freundschaftsbekundungen in vollen Zügen. Das Kopfweh kam bei vielen sicher erst Stunden später und was die Roten jetzt mit ihrer Verantwortung anfangen, steht sowieso auf einem anderen Blatt. Heute sagst du die Ausländer, das sind die gleiche Scheiße. Das geht. Über diese Stadt auf niemals wieder. Hass, Ausgegrenztheit, niemals wieder fremdlich, diesen rechtspopulistischen Koffer. Früher haben wir gesagt, ihr, die ihr sozial ausgegrenzt seid, seid die Juden schuld, dass ihr ausgegrenzt seid. Fremdlichkeit, Antisemitismus, Anti-Islamismus herrschen. So aufgeheizt ebnete er den Weg für den finalen Einzug Faymanns an diesem Abend. Beinahe wäre er noch auf der Bühne abgerutscht, fing sich aber im letzten Moment und genoss die Freundschaftsbekundungen in vollen Zügen. Einige Achterln später betrat Wiens Bürgermeister Michael Häupl im SPÖ-Zelt die Bühne und ließ mit einer höchst emotionalen Rede aufhorchen. Liebe Freunde! Was wollen denn eigentlich? Er den Weg für den finalen Einzug Faymanns an diesem Abend. Beinahe wäre er noch auf der Bühne abgerutscht, fing sich aber im letzten Moment und genoss die Freundschaftsbekundungen in vollen Zügen. Das Kopfweh kam bei vielen sicher erst Stunden später und was die Roten jetzt mit ihrer Verantwortung anfangen, steht sowieso auf einem anderen Blatt. Heute sagst du die Ausländer, das sind die gleiche Scheiße. Das geht. Über diese Stadt auf niemals wieder. Hass, Ausgegrenztheit, niemals wieder fremdlich, diesen rechtspopulistischen Koffer. Früher haben wir gesagt, ihr, die ihr sozial ausgegrenzt seid, seid die Juden schuld, dass ihr ausgegrenzt seid. Fremdlichkeit, Antisemitismus, Anti-Islamismus herrschen. So aufgeheizt ebnete er den Weg für den finalen Einzug Faymanns an diesem Abend. Beinahe wäre er noch auf der Bühne abgerutscht, fing sich aber im letzten Moment und genoss die Freundschaftsbekundungen. Ausgegrenzt seid, heute sagst du die Ausländer, das sind die gleiche Scheiße. Das geht. Über diese Stadt auf niemals wieder. Hass, ausgegrenzt seid, niemals wieder Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Anti-Islamismus herrschen. So aufgeheizt ebnete einige Achterln später betrat Wiens Bürgermeister Michael Häupl im SPÖ-Zelt die Bühne und ließ mit einer höchst emotionalen Rede aufhorchen. Liebe Freunde, was wollen denn eigentlich diese rechtspopulistischen Koffer? Früher haben wir gesagt, ihr, die ihr sozial ausgegrenzt seid, seid die Juden schuld, dass ihr